Ja, willkommen und nochmal zurück. Ja, das mit deutschen Untertiteln wird hier wohl nichts. Keine Ahnung warum, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Was ich sehr, sehr schade finde, so ein bisschen. Ich wollte eigentlich gerade den Hund mal anzappeln. Hey Hund, na. There you go. I'm not gonna hurt you. Well, here we go. Oh my God, thank you. Look, a can. Now I just need something to open it with. Ja, die Bohnen, die Bohnen. Looks like it's been here for a while. Looks like they were a happy family once. Eine Actionfigur. Nothing edible. Lara Croft. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Ja, mit dem Hund eine Runde spielen. Hey, wanna play? Wanna play catch? Klar, und einmal die Beine klatschen, bitte. Okay, bring it back. Good boy, good boy. So, das hat Spaß gemacht. Hilft bloß nicht weiter, wenn man Hunger hat. Also schlecht weiter natürlich. Empty. Better keep looking, boy. Not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Wahrscheinlich links. Ganz energisch. So, no food here either. Erschrecken nicht so. Hey boy, what's the matter? Ich weiß es nicht. Dann gebellt er bestimmt auch keine Zombies an. Warum hast du nicht den gegessen? It's okay. He's dead. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Stand back, okay? Schau doch, Köder. Immer drauf. Rüber jetzt hier. Na, zur Sicherheit nochmal auf. Ich habe das Gefühl, das Vieh befreit sich gleich noch. Oh, Mädchen. Schlagen ist nicht deine Stärke, wa? Auf da jetzt.
Jetzt kannst du ihn fressen. Guten Appetit. See, we just have to stay out of their reach. Still pretty sharp. Okay, well, now we're getting somewhere. Ja, vielleicht. Warte mal, ich wollte eigentlich noch mal gucken, ob er was in den Taschen hat. Okay, war nicht so wichtig. Please don't be bad. Ja. Schneid dich nicht. Eine Verletzung ist in dieser Welt sehr unnötig. Thank God. I guess you're pretty hungry too. Und sind Bohnen denn das Richtige für ein Wuffi? Here you go. Hey, don't eat it all. Was für ein lieber Hund. Böser Wauwau. So, erstmal Clementine, du hast einen Fehler gemacht. Du hast die Dose fallen gelassen, weil es so ungierig war. In dem Moment hat der Hund das Fressen als seines angesehen. Als du ihn versucht hast, das Fressen wegzunehmen, hat der Hund sein Essen verteidigt. Dieser Hund hat das nicht verdient. Das ist einfach nur traurig. Wichtig ist, man kann das Fleisch auch essen. Sorry. Ach, Clementine. Isst du noch ein paar Bohnen? Armer Jiffel. Und wie dünn er ist. Ich hab Tollwut. Clementine fliegt nach Dagobah.
und triff Meister Yoda. Ei. Ei. Scharfschützen, Shaggy. I think we're safe. Yeah, we're good. Hey, you all right? I think so. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Well, I'm Luke, and this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! What? What is it? She's been bit, man. Fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those lurkers back there. No, it really was a dog. Please, believe me. Look, I want to, kid. But I gotta believe my own two eyes first, and I didn't see no dog around. No, it was from before. Ja gut. Angegriffen worden wir von Zombies auch. Und die haben... berechtigen, was zu glauben, dass es schon ein Zombie gewesen ist. Ne? Ich versuche das mal so als Hunde bis zu verkaufen. Is it, is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Seriously. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Clementine? Yes? You telling us the truth? You look me in the eyes when you answer. Of course I am. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at it. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy.
Right. Sorry, sir. Mm-hmm. Come on. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about it. Ah, shit! Was essen wir nicht schlecht? Liebe Leute, die Clementine hat Hunger. Was nun? Already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a dog. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa! What the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor, and then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Mein Urteil über dich wird nicht gut ausgehen. It's okay. Go ahead, he's a doctor. Damn, that must have hurt. Ach was. No, it hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. What? I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would. You're in charge around here, right? You want to be sure about something like this. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. Yeah, and Sarah. Da habe ich auch noch Erinnerung dran. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Scheißegal. To find my friend Krista. Forget it. You won't get 5 feet. Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Das morgen früh bin ich so oder so tot. Egal, what ob ich von Zombie gebissen worden bin. It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by. Al, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. Yes, done. But... Arschloch. I'm sorry. It's the best we're gonna get. This is, yeah. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. Ich hab ja einen Kicker, mein Freund. Boy's got his mom's temper. Come on.
This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Aber andersrum könnte man so sicher schlafen, ne? Ich glaube, ich hätte gar nicht die Kraft, irgendwie was zu unternehmen, wenn ich da drin eingesperrt wäre und die wollen erst morgen früh gucken und ich weiß, ich wurde nicht gebissen vom Zombie, dann könnte ich ruhig schlafen gehen. I can't believe this. Ohne Schmerzmittel zu schlafen macht auch nicht so viel Spaß. Also suchen wir uns was, genau. Spitz war das Ding, ey. Ach, zum Üben, Umflügen, ne? Im Wald. Da fehlt Werkzeug. Das ist eine Werkbank, hätte ich mal gesagt. Oh, der Regen, Alter, paddelt so schön auf dem Dach. Ich mag das gerne haben, wenn Regen auf dem Dach paddelt. Dann kann ich immer beruhigt einschlafen. Das ist tatsächlich so. Wenn das bei uns hier stürmt und so hat alles. Und wir könnten das schlimmste Gewitter haben. Ich krieg das nicht mit. Ich schlafe da durch. Wird mir jetzt schon schummrig dabei. Ich könnte das Spiel so laufen lassen, ich könnte einschlafen. Mache ich so wie bei Tanzverbot. Im Stream, das einfach laufen lassen, ich schlafe ein und ihr bestellt mir was zu essen. Da ist ein Loch in der Wand. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Da wären wir wieder bei Planet Fishing. Also bei Planet Fishing, also Fishing Planet. So. Und dafür könnte ich einen Hammer gut gebrauchen. Na, geht kaputt. Lass halt. Muss ich an den Hammer rankommen. Was haben wir hier? Perfekt. Das dürfte wehgetan haben. Massivholz auch noch, ne? Nimm den Hammer mit als Waffe. Und schlag ihn tot, den Wichser da drin. Ich muss was drücken. Ich dachte, ich kann mich mal zurücklehnen. Videosequenz genießen. Das denke ich auch. Zombies gerade im Wald? Ich würde nicht unbedingt. Geht das ein bisschen weiter? Okay.
Den Hammer hast du nicht mitgenommen jetzt, ne? Das war ja schon so los alles. Das hätte ich auch furzen können. Das ist nicht gut. Und dann durch da. House meeting in 5 minutes. Then. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Fine. Nein. Has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Das ist absolut null sicher. Müssen wir durch. Das Haus mit Zombies im Wald. Die können jederzeit reinbrechen hier. There's no way she's out here by herself. She said she was with a friend. They got attacked. Yeah, right. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Great. They show up and you got her back. What's that, Mickey? Die sind lang. Kommen. Sieht so verdammt gleich aus, ey. Du wirst keine Vogelkunde studieren. Okay. Durch welches Haus kam ich eigentlich? Also durch welche Tür? Ursprünglich durch die da. Scheiße, ich verlaufe mich immer so gerne. Ich glaube gar nicht, wie doof ich bin. Moment, verkehrt. Ist da nicht längs? Okay, da ist der Ausgang. Oh, Moment, das ist der Ausgang, das ist das Geruchzimmer. So, dann gehen wir mal hier durch. Da waren wir ja gerade schon. Och nee, da waren wir tatsächlich gerade schon. Scheißdreck. Super, eine Ente. Doc. Ach so, okay. Gut, das war wichtig. Vielleicht so ein bisschen. An den Jungen.